Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder ein Low-Poly-Blender-Tutorial für euch. Wir werden dieses Asset erstellen, ein Simple City Binding. Los geht's! So, angekommen Blender, starten wir direkt mit einem Cube, den ich mir hier reinbringe. Habe ich Ambient Occlusion ist an, dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus im Editor. Und wir werden das Ganze jetzt erstmal scalen, erstmal in den Orthographic-Mode. Und ich scale das mit der gedrückten Steuerung-Taste. Dann habe ich einfach schönere Proportionen, bringe mir das jetzt auch mit Steuerung noch nach oben, setze einmal den Origin zum 3D-Cursor, dann habe ich hier einfach auch besseres Ergebnis beim Scalen und muss nicht immer direkt das Ding wieder auf die Linie bringen, also den Cube. So, jetzt bringen wir das uns mal auf der X-Achse ein bisschen breiter, dass wir ungefähr die Größe von unserem City-Binding haben, dass wir denken, ja, das ist eine schöne Proportion. So, dann werde ich hier den ersten Loop Cut reinbringen. Diesen Loop Cut werde ich mir mal nach unten bringen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ein kleines Stückchen noch. Ja, so lassen wir es. Denn ich möchte ungefähr sozusagen das Fundament machen. Werde mir das jetzt auch alles auswählen. Und dann drücken wir einmal Extrude. Brechen das Ganze einmal ab. Und scannen das Ganze ein Stückchen raus, dass wir das Fundament von unserem Binding haben. Und so sieht das eigentlich schon ganz nett aus. Was ich jetzt ganz gerne hier machen würde, wäre auch so eine kleine Auffahrt sozusagen für Rollstuhlfahrer. Ich habe das schon viel gesehen bei amerikanischen Gebäuden. Und deshalb werden wir einfach direkt auch weitermachen mit unserer Tür. Und werden hier selbstverständlich auch nochmal zwei Loop Cuts reinbringen und uns die so ein bisschen nach links verschieben. Sozusagen da, wo wir unsere Tür einfach haben wollen. Also wir scannen das jetzt einfach bewegen das jetzt einfach auf der X-Achse ein Stück nach links. Müsst ihr selber entscheiden, wo ihr eure Tür haben wollt oder eure Auffahrt oder ob ihr diese Auffahrt überhaupt machen wollt. Wir werden sie gleich machen. So sieht das schon ganz nett aus und damit können wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Jetzt werden wir hier noch einen weiteren Loop Cut reinbringen für unsere Tür. Einer müsste eigentlich genügen. Mein Mausrad spinnt in letzter Zeit ein bisschen. Bringe das Ganze mir auch noch mal ein bisschen in Position. Na, es ist fast zu hoch. Na, es ist, obwohl, so eine breite Tür hat schon was, ne? Also habe ich auch schon viel gesehen bei amerikanischen Gebäuden. Machen wir eine große, schöne Front. So, dann fangen wir ja auch an, mal erstmal unsere Auffahrt zu machen, bevor wir hier mit der Tür weitermachen. Extrude mir das Ganze hier auch einfach ein bisschen raus. Und dann werden wir einfach den Vertice oben so ein bisschen runterbringen, dass es ungefähr wie so eine kleine Auffahrt aussieht. Ist das so schräg? Nein, das sieht eigentlich recht gut aus. Und mal schauen, wie das aussieht, wenn ich mir das nochmal ein Stückchen hochbringe. Na, da kommt ja keiner hoch. Ne, lassen wir es schon mal unten. So sieht das schon ganz nett aus. Könnten ja an die Ecken noch so ein paar Kanten machen. Einmal in den Edge-Mode die Ecken auswählen. Was so frei. Schnauze würde ich es jetzt nicht machen. Ich glaube, ich mache das mal mit. Versuchen wir mal 0.01. Das sieht gut aus. Und auf der anderen Seite dann auch GX-01. Super. Schöne Auffahrt. Nachdem wir jetzt das haben, könnten wir eigentlich rein theoretisch mit der Tür weitermachen. Wählen jetzt einmal die Vertices hier aus und extruden das Ganze. Ihr seht jetzt, ich habe hier alle Richtungen, deswegen wählen wir jetzt einfach mal, das war auch die falsche Achse, die Y-Achse aus oder moven uns das Ganze hier von alleine raus. Ich werde das jetzt nur so ein kleines Stück raus moven, denn ich möchte da gleich noch ein bisschen Platz haben, um das Ganze gleich nochmal zu extruden. So, jetzt gehen wir in den Face-Mode, zurück in den Vertice-Mode lieber, wählen nochmal die Vertices aus. War jetzt doof, das abzuwählen und drücken einmal F, um ein Face zu machen. Mit dem können wir nämlich jetzt auch weiterarbeiten. Jetzt gehe ich in den Face-Mode, mache hier nochmal einen Loop-Cut oder zwei und bringe mir das Ganze auch nochmal an den Rand meiner Tür. So sieht es, glaube ich, recht gut aus. Vielleicht noch ein kleines Stückchen. Ich mache das Ganze mal mit Steuerung. Das ist aber schon, glaube ich, fast zu weit. Ja, das ist definitiv zu weit.
Das ist auch zu wenig. Das ist zu wenig. Ich bringe das wieder zurück. Das sah schon ganz gut aus, so ein schöner breiter Rahmen. Und was wir jetzt machen werden, ist hier oben noch einen Loop Cut reinbringen. Also nochmal STRGR. Das Ganze einfach nach oben moven. Das mache ich jetzt auch mal frei Schnauze. So, dass es ungefähr von den Proportionen her gut aussieht. Go. Gehe einmal in den Face Mode. Selecte alles und extrude nochmal. So Richtung Stufe würde ich jetzt sagen. Also Richtung dieser Rollstuhlauffahrt. Dass ihr es ungefähr auf derselben Höhe habt. Dann sieht das eigentlich recht proportional schön und simpel aus. Schön. Weitermachen tun wir jetzt mit dem Roof. Das werden wir auch schön flach machen, so im amerikanischen Stil. Deswegen werde ich ja einmal in den Face Mode gehen. Das sind wir bereits. Und dissolven das einmal, also dass ein Face entsteht. Und dann extruden wir das Ganze, brechen das ab und scalen es einmal rein, damit wir gleich die anderen Faces am Rand schön nochmal hoch extruden können. Dass wir sozusagen unseren amerikanischen Stil haben. Das sah jetzt gerade nicht so schön aus. Aber ich habe jetzt auch nicht Unmengen an Zeit für dieses kleine Video. Deswegen werden wir uns das jetzt nochmal random ein bisschen anpassen. Obwohl es eigentlich recht gut aussieht. Aber ich bringe mir nochmal, also von oben, na gut, das rechte Face ist ein bisschen breit im Gegensatz zu dem. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Bringe mir das doch ein Stück rein. Damit es doch ein bisschen proportionaler ist. Ein bisschen schön soll es ja aussehen, Leute, oder? Deswegen machen wir das jetzt hier. Die Minute nehmen wir uns jetzt mal. Na gut, dauert jetzt auch nur ein paar Sekunden. Aber so ist es eigentlich jetzt wirklich proportional. So, wir wählen die Faces aus. Den kompletten Rand. Extruden. Schön nach oben, die Z-Achse. Und dann habt ihr hier schön so einen Roof im amerikanischen Stil. Schick. Da könnte man jetzt noch, keine Ahnung, ein paar Generatoren oder so drauf machen, als kleine Idee, falls ihr noch weiter modeln wollt an dem Gebäude. Und ja, dann werden wir weitermachen mit der Markise. Dafür benutzen wir einen Zylinder, scannen uns den jetzt mal raus und rotieren den mal 90 Grad. Scannen den nochmal ein bisschen auf der X-Achse, sodass wir ungefähr dieselbe Länge oder Breite haben von unserem Ballring. So sieht das schon ganz gut aus, das können wir uns aber gleich im Nachhinein noch mal ein bisschen anpassen. So, dann gehen wir einmal in den Wireframe-Mode mit Z. Einmal in den Edge-Mode oder Vertice, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ich gehe jetzt hier einmal an die Seite und dann werden wir hier jetzt mal ein paar Vertices deleten, dass wir gleich unsere Markise kriegen. Ihr werdet sehen, dass das relativ simpel ist. Einfach das auswählen. Und dann, nochmal auswählen. Und dann einmal die Edges oder Vertices. Ich könnte auf Vertices drücken, also das spielt keine Rolle. So, die hier unten mache ich jetzt auch nochmal. Edges. Die hier jetzt auch nochmal. Wir wollen halt einfach dafür sorgen, dass wir eine schöne Rundung jetzt hier bekommen. Hier unten sind ein paar kleine Macken drin, die werde ich jetzt nochmal löschen. Die Vertices. Das ist schon eigentlich schon eine ganz schöne Rundung, aber ich glaube, ich mache hier den hier, machen wir auch noch weg, den unteren. Da müsst ihr gucken. Da müsst ihr echt gucken, wie ihr das haben wollt. Ich werde jetzt hier noch ein paar Schönheitskorrekturen vornehmen, den nehme ich jetzt auch nochmal weg. Sieht eigentlich schon, hier ist auch noch ein kleiner Fehler. Sieht eigentlich auch schon nett aus. Den oberen nehme ich nochmal weg. So ist es eigentlich perfekt. So sieht es wirklich perfekt aus. So könnt das auf jeden Fall lassen. So, das werden wir auf jeden Fall jetzt an unser Building bringen. Bevor wir das allerdings tun, würde ich ganz gerne das hier nochmal ein bisschen extruden. Gehe einmal in den Edit Mode und wähle mal hier kurz alle Faces aus. Drücke einmal I zum Extruden, um das Ganze einfach ein bisschen breiter zu machen. Guckt einfach, dass ihr euch eine schöne Markise macht. Also das Grundprinzip geht auf jeden Fall so am einfachsten mit einem Zylinder. So, bringen wir das nochmal ein bisschen hier in Form. Ein Stückchen runter. Nicht zu weit runter, sonst überlappen sich die Faces hier. Ja, es sieht in Ordnung aus. Also wir könnten da jetzt noch ein paar mehr Schönheitskorrekturen reinbringen. Wie zum Beispiel hier einmal noch ein bisschen gerade rotieren. Macht das einfach, wie ihr wollt.
Ich spiele jetzt hier gerade noch ein bisschen rum und dann bringen wir das Ganze an unser Beiling. Richtet euch das schön aus, wie ihr das haben wollt. Ich mache das jetzt hier knapp unter der Tür. Bringe hier noch mal ein bisschen alles in Ausrichtung und das sieht wunderbar aus. Reicht eigentlich völlig aus. Den nächsten Schritt, den wir jetzt machen, ist hier mindestens über 10 Loop Cuts reinzubringen. Ich nehme jetzt hier mal 15. Das sieht nämlich recht gut aus von der Breite. Und dann wählen wir einmal in den Face Mode und dann werden wir uns jedes zweite Face hier einmal markieren. Und jetzt merke ich gerade, dass das natürlich nicht aufgeht, weil 15 geteilt durch 2 ist natürlich keine gerade Zahl. Also nehmt auf jeden Fall 16 Faces, das ist besser. Ich werde mir die ich mache mir jetzt mal selber. Ich extrude das hier jetzt nochmal, wähle das einmal hier alles aus und extrude mir jetzt hier noch ein Face raus, dass ich auch eine gerade Zahl habe. Also nehmt auf jeden Fall 16 Faces, nehmt keine ungerade Zahl, weil sonst ist klar, dass es nicht aufgeht. Das war jetzt ein kleiner Logikfehler von mir. Gut, erneut jedes zweite Face auswählen. So, und dann werden wir jetzt so kleine Spitzen machen. Einmal das Ganze wieder raus extruden. Und was wir jetzt machen werden, ist jedes einzelne Face anklicken und Alt-M drücken und dann Add Center. So bekommt ihr direkt eine Spitze und müsst das nicht von alleine irgendwie hin und her rücken. Also es sieht am besten aus und es ist einfach das beste Ergebnis. Wie gesagt, relativ simpel, schön. Gut. Was wir jetzt machen werden, ist ein paar Materials zuweisen. Ich schätze, ich mache das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf. Gehe in den Cycles Render und werde erstmal ein paar Materials machen für die Meshes, die wir jetzt hier bisher schon gemodelt haben. Angefangen mit der Markise und dann natürlich das Building. So, die einzige Sache, die uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist das Schild für den Shop. Deswegen adden wir hier einfach einen Cube. Den move ich jetzt mal zum zweiten Layer. Können wir vielleicht ein bisschen besser damit arbeiten. Ja, und dann scalen wir uns das Ganze down, auch auf allen Achsen, X, Y. Und machen halt sozusagen unser Schild. Wir gucken gleich mal, wenn wir wieder am anderen Layer sind, wie es aussieht. Einfach bloß sozusagen das Grundgerüst für das Schild jetzt, denn wir werden jetzt hier gleich ein Text-Object erstellen, mit dem wir dann arbeiten werden. Ich gebe dem jetzt einfach mal ein dunkles Material. Wir hatten ja hier, glaube ich, eins. Nehmen wir das. Das war das Dunkle. Gut, das werden wir gleich einfach in unser Gebäude klatschen und jetzt erstellen wir ein Text-Objekt. Dazu einfach auf Text klicken und das könnt ihr ganz normal wie ein Objekt rotieren. Das war jetzt die falsche Achse, die X-Achse, 90 Grad. Und dann werden wir das an unseren Cube bringen. Wir werden das auch gleich nochmal ein bisschen extruden, dass das schöner aussieht. Aber erstmal kurz davor bringen, dass wir das mal sehen können, was da überhaupt dran steht. Und dann geht ihr einfach in den Edit-Mode und dann könnt ihr ganz normal schreiben. Ich schreibe jetzt hier mal, nehmen wir mal Drugs. Wir nehmen nicht Shop, wir nehmen Drugs. Sozusagen ein schöner Medizinstore im amerikanischen Stil. So, dann habt ihr hier ein paar weitere Funktionen und hier habt ihr auch gleich die Extrude-Funktion. Also das bringt euch das Ganze hier nochmal schön raus. Könnt ihr sehen, also ihr müsst das nicht extra machen. Ihr könnt das direkt hier in dem Text-Component-Einstellungen machen. Macht das einfach so, wie ihr wollt. Ihr könnt auch noch den Font ändern. Das werde ich jetzt hier auch schnell machen. Ich habe jetzt keinen schönen Font, aber das ist eigentlich ein recht guter Font, den ich gerne benutze. So, dann moven wir das wieder zu unserem Layer, gehen in den ersten Layer, bringen uns das Ganze hier raus und dann klatschen wir das jetzt an unser Gebäude, so dass wir ungefähr zufrieden damit sind und das schön aussieht. Scannen uns das Ganze nochmal runter. Bringt euch das einfach in Ausrichtung, entweder so in der Mitte, sieht schon nicht schlecht aus.
Ich werde es allerdings, glaube ich, an die linke Seite machen, direkt über der Tür. Wie gesagt, das ist wieder euch überlassen. Also es spielt da wieder ein bisschen rum. Das ist Geschmackssache, ne? Ich werde es jetzt aber so lassen über der Tür. Das sieht schön aus. Und ja, dann werden wir das Ganze jetzt rendern. Und dann habt ihr schon euer fertiges Endergebnis. Und so sieht das Ganze gerendert aus. Ich bin wirklich zufrieden damit. Und ja, es ist halt wirklich simpel. Schönes City-Building. Hier mit so einem schönen Drugstore im amerikanischen Stil mit einer richtig schönen Markise. Gefällt mir. Der Scheibe, also der Tür, habe ich sozusagen noch einen kleinen Glossy-Shader gegeben, dass sie sozusagen reflektiert. Also wie Glas. Das kann man jetzt hier nicht so perfekt sehen, aber als Game Asset könntet ihr das sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert in meinen Kanal. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn, tschüss.